Ein schwer zu überblickendes und weitläufiges Gebäude. Genau das ist das Schiller-Gymnasium in Hof. Und genau deshalb wurden dort auch vor über 10 Jahren Kameras angebracht. 3 Stück, an jedem Eingang eine. Die Hinweisschilder sollen zusätzlich abschreckend auf eventuelle Störenfriede wirken. Direktor Rainer Schmidt will so den Überblick über das Gebäude bewahren. Der ausschlaggebende Grund für die Anschaffung war aber ein anderer. Bei der Entscheidung damals war ich noch nicht hier als Schulleiter, aber meine Vorgänger haben sich entschieden, als Folge der Amokläufe, die es in der Zeit gab, als Teil des Sicherheitskonzepts wurden diese Kameras hier installiert. Normalerweise wird das Videomaterial nach 3 Tagen gelöscht. Liegt ein konkreter Verdacht für eine Straftat vor, wird das Material gesichtet. Berechtigt sind hierfür nur Hausmeister Stefan Herrmann und Direktor Rainer Schmidt. Hinter der Entscheidung der Schule, Kameras anzuschaffen, stehen nicht nur das Kollegium, sondern auch die Eltern. Insgesamt die Privatsphäre der Schüler, auch der Lehrer, wird durch diese Außenkameras nach unserer Einschätzung nicht eingeschränkt. Auch seitens der Schüler haben wir nicht den Eindruck, dass die sich irgendwie in ihrer Freiheit beraubt fühlen, wenn sie hier in den Pausen mal ankommen. Die spielen hier Fußball, die toben hier rum, die machen ihren üblichen Blödsinn, den wir früher auch schon gemacht haben. Ich denke fast, das ist gar nicht in den Köpfen da und belastet hier niemanden. Ob Kameras belastend auf die Schüler wirken könnten, diese Frage stellt sich die Direktorin Ulrike Endres vom Kaspar-Fischer-Gymnasium in Kulmbach gar nicht erst. Sie sagt ganz klar Nein zu Kameras. Auch die Aussage, Kameras könnten einen Amoklauf vereiteln, ist für sie nicht nachvollziehbar. Wenn ich mir überlege, Columbine, dieser erste große Amoklauf in Littleton, da war die Schule lückenlos videoüberwacht. Es gibt Videoaufnahmen, wie die Schüler hineingehen, wie sie dann letzten Endes ihre Mitschüler töten und sich selbst. Also das hat die Täter offensichtlich nicht abgehalten. Vielleicht hatte sie sogar inspiriert, denn sie wollten ihren Selbstmord und ihre Tat öffentlich demonstrieren. Vertrauen und ein respektvoller Umgang stehen für die Direktorin und das Kollegium an erster Stelle. Und auch die Elternbeiratsvorsitzende Nicole Putschki sieht in einer Kameraüberwachung nicht die Lösung aller Probleme. Zum Beispiel Mobbing oder so und dasgleichen kann man durch Kameras auch nicht verhindern. Und ich meine Vandalismus, ich meine die Kinder sind so ausgefuchst, dann umgehen sie die Kamera halt. Also meines Erachtens ist es mehr Anleitung für irgendwas, als dass man was gut macht. Stattdessen sollen soziale Projekte und Kunst die Schüler für Themen wie Vandalismus sensibilisieren. Eltern und Lehrer möchten in den Schülern das Gefühl wecken, dass sie etwas Eigenes, Wertiges geschaffen haben. Und auf das passt man eher auf, als dass man es zerstört. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.